Hey, willkommen zur 19. Folge von Nintendoland. Ich glaube, das war das hier, genau, Metroid Blast. Da sind wir stehen geblieben und machen jetzt weiter. Ich glaube, mit Level 4. Ja, Spezialmission. Ein Spieler. Kampf in der Luft. Okay. Und ja, einen haben wir auf dem Meisterrang hier. 50% aller Schüsse. Aller Spieler sind Treffer. Okay. Na gut. Start. Chipjagd. Beginnen wir. Spielen. Los. Ja, habe ich begriffen. Steuerung. Dann los geht's. Start mit A. Ist das nicht das vom Anfang des Level? Schleunige das Schiff. Was? Denk an das Zeitlimit. Ja. Okay. Den Stick musste ich jetzt erst drücken, damit ich starten kann. Was soll das denn? Abschuss. Abschuss. Was ist das denn? Kann man das sammeln? Yay. Hier kann man sogar Dinger sammeln. Hier? Was ist das denn? Muss man das abschießen? Nein. Jetzt haben wir hier eine Zeitvorgabe. Hier ein Gegner. Da unten ist auch noch was. Verdammt. Achso, man muss nicht Gegner abschießen, sondern die Teile einsammeln. Okay. Steht hier da, wie viel Chips man einsammeln muss. Aber ich glaube mal, das ist auch nur das, was es insgesamt hier gibt. Mehr als das, was hier angezeigt wird, gibt es wahrscheinlich nicht. Ich sehe jetzt auch nicht mehr so viele. Okay, hier ist noch eins. Okay, eins fehlt mir. Wo ist das? Da hinten? Ah, okay, das wird einem angezeigt, wo die sind. Das Raumschiff cool. Hat die Vorgabe erfüllt. Cool. Mission bestanden. Was muss ich hier eigentlich für einen Meisterrang machen? In einer bestimmten Zeit, oder? Hier kann ich ja mal kurz was schreiben. Metroid-Schießerei. Ja, was schreibt man denn da? Scheiße. Keine Ahnung, was soll ich schreiben? Ich will irgendwas schreiben. Einfach nur schreiben, dass es Spaß macht, ist scheiße, das schreibt jeder. FB. Pro-Controller. Ich habe eine Fernbedienung, aber die ist gerade nicht an. Pro-Controller müsste ich eigentlich auch noch.
noch kaufen. Für andere Spiele. Ich meine, das Pad würden auf Dauer ein bisschen schwer. Obwohl es eigentlich so okay ist. Man wird ja sicher nicht auch bei jedem Spiel das Pad brauchen. Okay, was schreibe ich? Macht Spaß. Hm? Scheiße, ich schreibe nichts. Vergiss es. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Was steht denn hier? Mit mindestens 3 Minuten Restzeit beenden. Okay, das sollte ich eigentlich noch schaffen. Mache ich irgendwann ein andermal. Okay, was haben wir jetzt für eine Mission? Irgendwas abschießen, oder? Besiege alle Gegner. Genau, besiege alle Gegner. Jetzt, endlich. Oh, gerade ans Mikro gekommen. Sorry. Au! Mich das Teil doch tatsächlich getroffen. Noch 3 Angriffswellen? Das war die erste. Alter, was ist das denn? Okay. Scheint jetzt mit jeder Angriffswelle nur eine dazu zu kommen. Sind schon etwas schwerer zu treffen als die anderen Gegner. Alter! Abschuss! Ha, Herz noch eingesammelt. Okay, letzte Angriffswelle. Also wenn man hier immer in Bewegung bleibt und gut schießen kann, sollte hier der Meister auch zu schaffen sein. Wahrscheinlich. Da sind die letzten. Bam. Juhu. Mission bestanden. Trotzdem. Das war jetzt nicht gerade das Beste. Wieso verlangt das Ding immer, dass man nach einer Viertel bis 20 Minuten, Viertelstunde bis 20 Minuten hier eine Pause machen soll? Das sehe ich hier gar nicht ein. Keinen Treffer einstecken. Das sollte eigentlich zu schaffen sein. Hier 50% aller Schüsse. Nur mit aufgeladenen Attacken. Das heißt mit Raketen. Hier habe ich den Meisterrang. Okay. Los. Start. Besiege alle Gegner. Oh. Okay. Ich habe doch mal gesagt, wenn es das Gegner sind. Oh. Abschuss, noch 3 Angriffswellen. Okay, die schießen wieder.
Ah, nein. Kann ich so schnell ausweichen? Okay, das sind wahrscheinlich so halbe Sucherraketen. Aber sehr langsam. Könnte man eigentlich schon gut ausweichen. Nimm dir das scheiß Herz. Ein Gegner übrig. Ein Gegner übrig? Oh. Macht der auch mal was? Der schleudert nur seine Dinger auf mich. Aber die kommen immer wieder. Okay, das war's. Cool. Und dann noch bestanden. Ja, nur bestanden. Leider ein Herz verloren. Hätte ich das ohne Schaden gemacht, hätte ich wahrscheinlich Meisterrang, oder? Keine Ahnung. Zeit haben wir noch für ein Level. Mal schnell gucken. 50% aller Schüsse sind Treffer. Oh. Start. Nummer 7. Na dann, auf geht's. Start. Gegner übrig, 10. Oh. Alter, das ist ein Boss, oder? Au! Ich brauche ein Herz sofort. Ey! Das Raumschiff ist raus. Ranzifichat. 7 gegen übrig. Oh, ich kann hier sogar rennen. Nochmal. Alter, das Vieh ist ja heftig. Aus Start. Zielvorgabe 10. Okay. 10 Gegner. Wir laden gleich meine Rakete auf. Wandern das auf das Vieh. Ich hoffe, das trifft. Weg. Was muss ich jetzt an den Vieh noch treffen? Achso. Ha, daneben. Verdammt. Treffer. Wieder ein Treffer. Abschuss. Hä? Ha. Verdammt. Es
wird nichts. Treffe. Oh Mann, ist das schwer. Alter. Zieht das Ding jetzt ab? Ey, jetzt werde ich sogar schon von so einem Ding hier getroffen. Gibt's doch nicht. Okay, ich glaube, das Teil hat sich verzogen. Mal das Fragezeichen hier einsammeln. Das nächste Fragezeichen. Da unten liegt ein Herz. Na klar. Bam. Okay. Also am besten, man erledigt zuerst den Drachen. Mit Raketen. Ansonsten kann man es vergessen. Das dauert uns zu lang. Okay. Dann war's das für diese Folge. Wunderbar. Macht auf jeden Fall Spaß. In der nächsten Folge geht es weiter mit Metroid Blast. Wie weit sind wir denn hier eigentlich? Okay, ich habe alles schon mal gespielt. Wieso habe ich hier noch keinen Stempel? Hat da irgendwas gefehlt? Achso, da war ich ja so schlecht. Stimmt. Ja. Bis auf die drei hier. Hier. Die könnte ich zwar alleine spielen, aber da würde ich immer nur gewinnen. Das ist da ein bisschen blöd jetzt, dass ich hier niemanden habe, der die drei Teile hier mit mir fair zocken kann. Also dann, in der nächsten Folge geht's weiter mit Metroid Blast. Bis dann.